Und damit hallo und herzlich willkommen zu Rocket League. Oh, wir sind wieder blau. Das war gerade getroffen. Ja, das war noch Schiss angetroffen. Ja, nein. Ah, ich mach's aber auch heute sehr unschön, ne? Da nochmal rausschlagen. Eigentlich wollte ich den nicht darüber spielen, aber okay. Damit rechnet er halt nicht. Und trifft ihn trotzdem. Ja, ich spiele mir schön zu. Sehr schön. Ah Mann, jetzt will ich es aber auch schön machen, weißt du? Mein Gegner ist gerade nicht da. Okay. Also dafür, dass der Gegner nicht gestört hat, war es okay. Sieg durch Aufgabe, okay. Machen wir direkt nochmal weiter. Das konnte ja keiner ahnen. Mein Computer hier drüben spinnt ein wenig. Klar. So. Ich wollte nämlich gerade nur eine Kleinigkeit machen und dann... Okay, die wehren sich heute alle... Also jetzt wehren sie sich, ne? Nein, das war absolut nichts. Ja, das war klar. Wer so daneben springt, hat es nicht anders verdient, als einen Gegentor zu kassieren. Was ist denn heute los? Ich verkacke fast jeden Anstoß. Ey. Jawohl, so will ich das. Genau so. Von der Seite kommen, ganz überraschend. Und dann das Ding. Das sind die einfachen Dinger, die man machen muss. Und das sind die Konter, die man einleiten muss. Und da haben wir schon den Hattrick. Also ihr seht, Folge 1 war echt beschissen. Aber es ist halt auch da Tagesform abhängig, weil Lukas Podolski hat auch nicht immer für Köln Tore geschossen. Ne? Oder Harry Kane schießt auch nicht so viele Tore immer. Oder Cristiano Ronaldo. Aber die Bälle haben die dann eigentlich. Ja, und da ist das nächste Tor, aber niemand aufhören zu spielen.
Weil der Gegner könnte doch noch mal rankommen. Okay, der Gegner ist jetzt vorsichtig. Aha. Übers Turbo nicht bekommen. Und drin. Puh. Schwächen des Gegners ausnutzen, so wie sie bei mir das auch machen. Turbo holen. Der Ball ist nicht verloren, aber so kann man zumindest erstmal ein Gegentor verhindern. So. So, Glasparade. Den haben wir noch erwischt. Ah, okay. Den mache ich ja. Okay. Also 6-1 eigentlich. Ja, die Schwäche des Gegners ausgenutzt, wie ich gesagt habe, ne? So, ja, jetzt fahre ich übers Turbo drüber, krieg keins. Na, okay. In solchen Situationen fahre ich lieber nochmal ganz zurück, sammle mir das mittlere Turbo ein. Und dann solche Bälle wegzuschlagen. Das Turbo klauen. Okay. Diese Querbälle sind halt meistens Dritts. Der geht wenigstens mal wieder in Richtung Tor. Aha. So, Micha wäre jetzt da und hätte das Tor bestimmt reingemacht. So, auch hier heißt die Devise, manchmal weniger reden, mehr Konzentration. Weil, wie ihr seht, das Fliegen kann ich noch nicht so wirklich. Den hätte er aber auch easy reinmachen können. Da mache ich ihn. Puh. Aber aus dem Winkel auch wieder, das schauen wir uns gerade mal an. Aus dem Winkel eigentlich beinahe unmöglich. Aber wir haben es gemacht. Ja, gut. Hat auch nochmal einen Hattrick. Aber nur mit Gegner stören, wegkicken und sich selber den Ball schnappen. Eigentlich eine Taktik, die ich sehr ungern fahre, aber das ist Rocket League, ne? Das war ganz normal beim Anstoß, das ist normal, das ist so plötzlich. So, ja, weg, abbremsen, Turbo holen. Kriegen wir noch ein 7, siebtes Tor. Dafür ist der Winkel zu kacke gewesen. Also hab ich zu blöd erwischt. Okay. Der Gegner kriegt noch einen GG. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.